So, meine Lieben, heute geht es weiter mit dem Gesundheitshoroskop der Sternzeichen Waage bis Fische. Meine liebe Waage, kann es sein, dass du in letzter Zeit zu viel nachgegeben hast, weil du nicht unbedingt recht haben wolltest? Und das wegen des lieben Friedens willen? Nun stellst du fest, dass es dir auf die Psyche geschlagen hat. Dadurch kann es sein, dass deine Haut wieder eine alte Allergie zeigt. Wie schon so oft. Deine Selbstheilungskräfte sind im Moment nicht so stark, um dagegen zu wirken, weil dir auch der Glaube fehlt. Aber du hast einen so großen, ungeahnten Schwung in dir, in tiefem Glauben, in deinem eisernen Willen, deine eigene Stärke mit deinen Fähigkeiten. Nimm all dies auf und du stellst fest, wie stark du bist. Glaube an deine Stärke. Lieber Skorpion, du verfügst zurzeit geradezu über magische Selbstheilungskräfte und blühst und wächst über dich hinaus. Es kann allerdings sein, dass sich in letzter Zeit viel angesammelt hat, was auf deine Seele drückt. Sie nehmen dir den gewohnten Mut und könnten alle Wut und Verletzungen körperlichen Beschwerden hervorrufen. Du aber besitzt so starke Heilungskräfte, die mit ihrer magischen Wucht und ganz besonderem Zauber dir wie auch anderen Menschen helfen können. Probiere es aus und du wirst staunen. Hallo Schütze, du stehst sehr unter Druck und eventuell machen dir deine Oberschenkel und Hüften Probleme. Es sind deine Schwachstellen, weil du stets immer auf dem Sprung bist. Das ist deinem ehrgeizigen Wesen geschuldet und du solltest dich unbedingt zur Ruhe zwingen. Nur so kannst du deine Selbstheilungskräfte aktivieren. Das gibt dir Stärke und wirst von neuem, einem neuen, wunderbaren Körpergefühl durchströmt. Alte Schmerzen nehmen ab und du erlebst einen neuen Schwung voller Optimismus und Stärke. Man kann dich nicht mehr bremsen. So, lieber Steinbock, du musst dich endlich einmal um dich selbst kümmern und auch mal auf deine eigenen Probleme eingehen. Vergiss die Probleme anderer und kümmere dich um deine eigenen. Dann erwachen deine eigenen Selbstheilungskräfte, die dich mit positiver Zuversicht und neuem Mut erfüllen und dir eine alte Last von den Schultern nimmt. Damit erreichst du neuen Lebensmut, der dich gesund und topfit macht. Ja, du quirliger Wassermann, du gehörst zu den Menschen, die sich kaum Zeit lassen. Nebenbei essen, während sie mit anderen Menschen kommunizieren per Handy oder anderen Geräten. Dazu kommt ständiger Stress und zu wenig Schlaf. Und das unterdrückt deine Selbstheilungskräfte und du fühlst dich müde und ausgelaugt. Dein von dir gewohnter Schwung ist nicht da und so macht es sich an deinen Gelenken bemerkbar. Denkst darüber nach und komm in deine Mitte. Überlege darüber, was über deine Unruhe, deine Ruhe, die du wieder haben musst. Dann werden deine Heilungskräfte aktiv. Ja, sie tragen dich wieder. Gefühlt von dieser Energie hebst du vor Optimismus und neuem Lebensmut gesund und topfit ab. Nun zum Schluss der Fisch. Du bist voller Selbstvertrauen, fühlst dich großartig und stark. Dein Optimismus beflügelt deinen Lebensmut und deine Selbstheilungskräfte. Dein Auftreten ist ungewohnt, entschlossen und du bejahst nicht unter ständigem Stress das Geschehen aus reiner Gutmütigkeit. Du willst es nicht mehr allen recht machen und du willst dich auch nicht mehr ausnutzen lassen. Du hast im Moment so viel Energie, die du Kraft deines Amtes brauchst. Was dich bisher schwächte, macht dich jetzt stark.
Das waren die letzten 6 Sternzeichen. Es ist nicht nur das Horoskop für die jetzige Situation. Ihr solltet euch auch weiterhin daran halten, achtsam mit eurem Körper, eurer Energie umgehen. Damit ihr gesund bleibt, hört in euch hinein, wenn es euch nicht gut geht. Befolgt diese Hinweise, damit eure Selbstheilungskräfte stets aktiviert sind, um die kleinen und großen Wehwehchen wegzuradieren. Alles Gute, eure Deria.